Ich habe es mal direkt auf 20% runtergezogen. No bullshit, nothing. Okay. Damn, das ist ein satisfying Sound. I like this. Gesamtsound müsste auch das mitnehmen. Aber Sound geht, glaube ich, gerade. Glaube ich sogar einen Ticken zu leise. Okay. Slot 1. Sure. Bitte passe deine Helligkeit, damit die Blume erkennbar wird. Das Jahr 1203 nach whatever Zeitrechnung. Eine verbotene Zeremonie stürzt das Heilige Königreich und Ramezia? Ramezia, einen erbitterten Krieg gegen die Hexerei. Okay, einige Wochen später werden die Prinzessin des König. Die Prinzessinnen des Königreichs entführt und die Ketzer in Gefangenschaft genommen. Okay. In einem Akt der Verzweiflung wird der ganzen Heerscharen von Nonnen in Richtung Hauptstadt entsandt. Warum schicken wir jetzt die Nonnen durch die Gegend? Glaubt mir, in der Kirche sind all die Schwestern in der Lage, die Bedrohung durch die Hexen abzuwenden. Okay. Ihr Glaube ist nun die letzte Hoffnung, haben sie es der Ketzerei einen Einhalt zu gebieten. Okay. Relativ flacher Start, aber mal gucken. Hexenleichen. Nom nom nom. Okay, warum sehen die Animationen aus wie 10 FPS? Schwester, in dieser Gegend wimmelt es nur so von Hexen. Es ist unsere Pflicht, diese Leute, kostet es, was es wolle. Ich bin nur eine Novizin, aber ich werde so gut es geht unterstützen. Die Zeremonie hat bereits begonnen. Wir haben nicht viel Zeit. Okay. Heiliges Räucherwerk. Das ist ein Parry. I get it. Oh, eine Karte. Oh, scheiße. Okay. Gut. Wir gehen erstmal nach links. Yep. Verschlossen. Wait. Ach, come on. Okay, überredet, ich gehe nach rechts. Zeichnet mir das auf der Karte ein. Oh, was ist das? Wo war noch mal Karte? Hier oben. Okay, gut. Ah, okay. Hier soll es doch irgendwo angeblich runtergehen. Ich bin doch nicht dumm. Ja, komm, hier sind zwei Dinger, wo es angeblich runtergeht. Hier geht es angeblich irgendwo runter. Ja, vielleicht versuche ich auch wieder zu viel. Vielleicht ist das wieder so ein Spiel von wegen, hey, mach das Tutorial fertig. Thank you.
Okay, das ist... Oh, wow. Schön, da komme ich nicht zurück. Geil. Doch, ich komme hier zurück. Wow, für wie viel hat mich das Ding gehittet? Okay, dafür habe ich den hier. Dang, das war meine halbe Lebensleiste. Wir halten in eine Richtung ausweichen. Oh, okay. Und wenn ich quasi keine Richtung gebe, ist es ein Parry. Es wirkt zumindest so. Ich muss es mal testen. Ich brauche einen Gegner. Oder irgendwas. Ein sicherer Ort. Okay. Können wir hier rasten? Maybe. Ist was? Es tut mir leid, es ist nur... Um ehrlich zu sein, habe ich wirklich große Angst. Das ist das erste Mal, dass ich auf eine solche Mission entsandt werde. Ich habe jedoch Vertrauen in eure... you're fucked. Ich habe Angst, aber ich glaube an uns. Wir werden alle sterben. Ja, klingt richtig. Fortschritt aufzeichnen. Wow, was war das denn bitte für eine Animation? Dang. Weißt du, die Models an sich sind nicht fancy, aber alles andere ist irgendwie... Der Sound ist nice. Okay. Alles ist irgendwie nice. Das ist weird. Und jede Menge verschlossene Türen. Okay. Weißt du nicht, warum ich mit dir reden will? Wait. Ah, neues Gespräch mit Frank verfügbar. Interessant. Parieren. Okay. Okay, wir taufen es einfach Anime Parry. Cause holy shit. That's Anime Parry. Okay, ich kann hier rein, um wieder hochzukommen. Okay. Kann ich nicht irgendwie untersuchen? Anscheinend nicht. Bostheim? Die Maus in der Falle, Prinzessin. Ach, das ist die Prinzessin. Warum sieht denn die aus wie eine Hexe? Wenn die nur kooperieren und... Okay. Ach, okay. Dies ist nicht der Zeitpunkt für eure religiöse Gewächshoheit. Guten Tag. Ich hätte nicht erwartet, hier auf eure Nonnen zu treffen. Ich dachte, wir hätten euch alle erledigt. Okay. Okay. Guten Tag, Liz.
I got this. Ich bin Pro, ich schwör. Oh, ich hätte bitte auch gern irgendwelchen Pseudo-Magic-Shit, danke. Okay, warum kriege ich keinen coolen Anime-Parry, wenn ich Bosse pariere? Das wäre voll cool. Ich habe eine Hexe geläutert. Oh, shit. Seid ihr verletzt, Prinzessin? Wir schweigen darüber, dass ich gerade meine... Ich habe gerade literally Prinzessin Amicelli gelesen. Bitte frag mich nicht, warum. Gründe. Mir geht es soweit gut, Schwester. Danke für eure Hilfe. Mir an und ihr steht im Befehl des Sakralament, was? Sakralamt. Okay. Seid ihr Mitglieder der Inquisition? Ja, Eure Majestät, ich bin Schwester Anna Fran und diese Schwester Simmilla. Ihr kämpft gut, die Frau, die ihr gerade niedergeschlagen habt, war keine gewöhnliche Hexe. Es gibt noch andere wie sie, Sünderinnen, die sich gegen unser Königreich gestellt haben. Sakralamt. Okay. Hab ich so noch nie gehört. Wir müssen Vorsicht walten lassen. Ihre Zeremonie schreitet rasch voran. Ich muss mir... Kleinen Moment. Ich brauche gerade mal ein Glas zu trinken oder irgendwas, weil... Ne? Hals trocken, BRW. So, ich mache jetzt hier einen Zaubertrick, ja. Ich habe hier dieses komische gläserne Behältnis. Und da werde ich jetzt eine Flüssigkeit meiner Wahl reinschütten. Ich hoffe, wenn ich das jetzt trinke, wird es besser. Oh, ich spüre wieder mein Hals, das ist beruhigend. Moment. Okay.
Cool. Warum funktioniert meine... Oh, I see. Wenn ich meinen Cursor im Spiel habe, funktioniert meine Mute-Taste nicht. Ich bin hart verwirrt, aber egal. Okay, wo waren wir? Wir müssen Vorsicht walten lassen. Ihre Zumi schreit. Zeremonie. Ihre Zeremonie schreitet rasch voran. Mich zu retten war eine große Leistung, doch es gibt noch viel zu tun. Zuerst müssen wir zur Bibliothek aufbrechen, dort ist es sicherer. Wo ist die Bibliothek, Eure Majestät? Noch ein Stück von hier, aber nicht allzu weit. Ich werde es wissen, wenn wir in die Nähe kommen. Hä? Das wirkt so, als ob sie wissen würde, wo die Bibliothek ist, aber irgendwie auch nicht. Hütet euch vor Angriffen auf eurem Wege. Ich habe einige tote Nonnen gesehen. Die Hexen sind uns auf den Fersen. Verstanden, wir werden vorsichtig sein. Okay. Gibt es hier irgendwo einen Speicherpunkt oder so? Weil ich bin ziemlich lowlife. Also nicht nur lowlife, ich habe auch keine Heil-Items mehr. Safe. Oh, danke, Spiel. Let's Maxi. Wait. Wait, wait, wait. Ach so. Es ist eins der Finicky Games. Heißt. Oh, hi. Das funktioniert halt nur gegen kleine Mobs, nicht gegen Bosse. Ich dachte halt, gegen Bosse wäre das voll cool, aber nö, funktioniert einfach nicht. Das gibt actually mehr Erfahrung. Normales Abschlacht gibt, glaube ich, 3. Und das gibt 10. Verschlossen. Braucht einen Schlüssel. Wie überraschend. Wir laufen einfach mal durch die Gegend. Immer nach rechts. Ist nie falsch. Moment, let's see. What? Hi. Okay. Cooler Shit. Ich habe überhaupt. War mein Hellflow? Ja, das sind 3 XP. Okay, never mind. Es ist mob-abhängig. Ich hätte halt nur nicht gedacht, dass die Bombe mich instant tötet. Ach du Scheiße. Ja, schön, dass er die nur in eine Richtung. Kann ich nach oben schlagen? Ah, so ein bisschen, aber nicht so richtig. Komm schon. Ich habe irgendwas gelesen von LT-Wechsel. Moment, Items. So ist das gedacht. Nicht, dass du da oben lang springst.
Weil ich will aber da oben lang. Ja, aber gut, mit dem Räucherwerk ist es einfacher. Das Weirde ist nur, warte mal. Ach so, okay, ich bin dumm. Ich kann das hier machen. Und dann kann ich die auch wechseln. Aha. Ich bin zu blöd zum Springen. Well, Bomben tun weh. Und zwar nicht nur ein bisschen. Das war halt... Ja doch, das sind Pi mal Daumen 50%. Ne, mehr sogar. Was hat die gemacht? 175 oder so, ne? Ich könnte hier einfach runter und ihr könnt mich mal. Wow! Okay, alles in diesem Spiel hittet ridiculous hart. Holy Potato. Oh, die Karte ist aber nice. Okay, das hier... Na, das scheint nicht ein geschlossener Raum zu sein. Okay. What did I do? What? Holy shit. Okay. Aha. Let's try this again. Natürlich verlierst du alles, was du eingesammelt hast. So richtig schönes Dark Souls Feeling. Also ich muss Räucherwerk wieder andürren. So. Aha. Oh Gott. Wirklich? Warum ist die Bomben-Hitbox so riesig? Wow, und warum machst du einen Low-Throw? So viel zu meinem Leben. Okay, ich glaube, wir machen jetzt was ganz Kluges. Wir gehen jetzt zurück und speichern. Ich weiß, das klingt total verrückt, aber ich glaube, das ist gerade die bessere Alternative. Okay. Hier oben. Achso, hier war ich noch nie. Doch, hier war ich schon, aber... Okay, er saved es nicht, weil ich halt quasi immer am Dings zurück bin. Verschlossene Tür. Es wäre voll geil, wenn er verschlossene Türen anzeigen würde. Hier ist angeblich irgendwas unter mir. Kann ich hier unten links gehen? I totally can. What is this? Archiv Nummer 15. Lass mich raten, braucht einen Schlüssel. Oh Gott. Sind das alles verschiedene Schlüssel? Scheint fast so. Bam, bam, bam.
alles clear. Levelaufstieg. Das ist einfach nur Flat Increase von allem, I guess. Okay, ich kann hoch, ich kann runter, ich kann alles. Ich will eigentlich hier unten lang. Alleine schon, weil die hier gut XP geben. Es ist ein bisschen weird, dass ich für den für das Parieren nichts eingeben darf. Oh, noch ein Archiv, okay. Aber wir haben gelernt, Wände schlagen ist garantiert nicht verkehrt. Ist. 50 XP. Norm. Weil, das ist eine Runde. Wenn ich da unten gehe. Okay, gut zu wissen. Hier unten geht recht. Achso, hier ist auch ein. Natürlich ist hier auch verschlossen. Okay, dann oben lang. Erstmal nach links. Die Regeln dieses Hauses verlangen es und ich gestehe, ich habe mein Gelübde zur gehorsamen Keuschheit gebrochen. Vor 2 Tagen habe ich unsittlich und impulsiv gehandelt. Ich will meine Taten bereuen, doch das Gefühl dabei war einfach zu gut. Vergib mir, oh ehrwürdige Mutter. Okay. Wo auch immer die ist. Ich frage mich, was hier oben ist und wie ich da durchgefallen bin. Okay. Beim Laufen über Holzplanken falle ich runter. Silbermünze. Und die respawnen nicht. Ja gut. Natürlich gut zu wissen. Dang. Bin immer noch schockiert darüber, wie viel Schaden die Gegner in diesem Spiel machen. What's this? Die Bibliothek ist gleich da vorne. Bitte folgt mir. Ein Glück, wir haben es geschafft. Ordensschwestern, dies ist die geheime Bibliothek. Sie dient der Königsfamilie in Krisenzeiten als Zuflucht. Ich werde zu meiner eigenen Sicherheit hier verweilen. Die Hexen wissen nichts von diesem Ort. Verstehe. Eure Majestät, wir machen uns als Teil einer
ganzen Gruppe von Nonnen auf den Weg zur Kathedrale, bevor ein Schneesturm uns überrascht und voneinander trennte. Wow, hallo, könntest du bitte... Ich drück nichts. Hör auf, Text zu skippen. So schnell kann ich auch nicht lesen. Ihr werdet euch in den Räumlichkeiten außer euch keine lebenden Nonnen mehr finden. Oh, das ist ja schrecklich. Die Halle der Kathedrale wurde mit dem Blut derer beschmutzt, die ihr Leben den Göttern verschrieben haben. Die Gegner waren uns einfach überlegen. Ihre dunklen Absichten kriecht aus jeder Ecke. Oh nein! Ihr müsst meine jüngere Schwester Poeme finden und sie aufhalten. Sie ist für die Hexenzeremonie verantwortlich und für den Fluch, der auf mir liegt. What? Wird sie nicht aufgehalten werden, noch mehr Unschuldige ihr Leben lassen? Dieser Wahnsinn muss ein Ende haben. Poem sollte im Schloss sein. Eure Majestät, kennt ihr den Weg dorthin? Der Haupteingang wird von einer Barriere versperrt. Eine Art schützender Hexenzauber. Ich fürchte, dagegen kann man nicht viel unternehmen. Doch. Die Frau von vorhin, die Frau in Schwarz, ist eine Verräterin der Kirche, einst bekannt als Schwester Devor. Findet sie, sie muss etwas über die Barriere wissen. Eine Verräterin? Glaubt ihr denn, sie wird mit uns kooperieren? Ihr werdet sie zum Sprechen bringen müssen. Ihr Nonnen kennt die Methoden. Ja, wir bieten sie zu Tode. Let's go. Ich werde meine Schwester nicht klein beigeben und mein Volk im Stich lassen. Findet die Verräterin, ihre giftige Zunge könnte uns von Nutzen sein.